So viele verirrte Seelen. Und wir müssen sie befreien. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satinas Ketten, das schwarze Auge. Oder auch umgedreht, wie man gerne möchte. Und wir sind wieder hier zurück. Nach längerer Aufnahmepause bin ich jetzt doch wieder hier. Und wir hatten drei Queste gestellt bekommen. Einmal sollten wir den Baum, den Apfelbaum, sollten wir was pflücken von. Dann sollten wir, glaube ich, eine Statue der Königin bauen und noch ein paar andere Dinge machen, die kein Mensch sonst tut. Und ich probiere gleich mal das, obwohl ich das bestimmt schon ausprobiert habe, aber... Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter ist, natürlich. Ah. Du bist aber seltsam. Weil Wind... Zerbrechen kann ich den nicht. Jede andere Fähigkeit wäre nützlicher. Ja, gut. Kann ich so eine Lichtstatue, seltsames Feentor, Augenwesen... Ach, wir wollten das Augenwesen wegen seinem Geburtstag fragen. Genau, das war ja bei der letzten Aufnahme. Was willst du jetzt machen? Nichts. Ich will nur noch einen Platz finden, an dem ich in Gram die Ewigkeit verbringen kann. Aber wie soll ich mit geschlossenem Auge danach suchen? Oh... Also müssen wir eventuell dafür sorgen, dass das Tier ein Gerät oder eine Linse bekommt, in der es sich nicht andere Menschen tötet halt oder versteinert. Was willst du jetzt machen? Ich aber... Was willst du... Nichts. Ich will aber... Oh. Oh. Was würde denn passieren, wenn du doch dein Auge öffnest? Nein, niemals. Sobald ich nur mein Kukoskop sehe... Beginnt alles wieder von vorn. Okay. Ich habe da einen Platz für dich. Einen Ort, an dem ich bleiben kann? Ja, komm mit. Nein, warte. Wie ist er denn so? Wo will er das Tier denn hinstufen? Wo könnte man vielleicht eine Steinstatue von der Königin selbst, was ja bedeuten würde, dass wir die Königin vielleicht nett aussehen? Man hat eine schöne Aussicht über das ganze Feenreich. Oh. Das ganze Feenreich? Das oh nein, schlecht. Da kann ich mein Auge doch nicht geschlossen halten. Niemals. Okay. Ich habe da einen Platz für dich. Wie ist er denn so? Dunkel wahrscheinlich. Es ist ganz dunkel. Wie dunkel? Nadewald, Neumondnacht, leere Augenhöhle. Leere Augenhöhle, nehmen wir das mal. So dunkel wie in einer leeren Augenhöhle. Oh, das ist dunkel. Da ist jedes Licht vergeblich. Ja, und jetzt komm. Aber was dann? Was mache ich dort die ganze Zeit? Du kannst da schlafen und träumen. Träumen? Für ewig? Und wovon soll ich träumen? Ah. Vielleicht träumst du von deinem Geburtstag. Mit Geschenken? Mit unzähligen Geschenken. Ui, traumhaft. Bitte, bring mich hin. Dann los. Was macht er jetzt? Er hat das Augenwesen in seine Tasche gesteckt. Natürlich, mein Junge, natürlich macht er das. Oh mein Gott, ich muss diesen. Moment. So, und dann bin ich auch schon wieder. Und ja, wir haben jetzt das Augenwesen, es soll an einen dunklen Ort. Dann gehe ich einfach jetzt mal hier lang und guck mal, ob ich einen dunklen Ort finde. Oder vielleicht soll ich das Tier auch. Muss ich das Tier auch verarschen? Aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein soll. Vielleicht muss ich dafür sorgen, dass das Tier vielleicht jemanden versteinert. Ach, der Baum ist über der Öffnung. Das heißt, hier unten drunter ist das Wasser. Und der ganze Raum steht auf dem Kopf. Oh, warte mal, ich glaube, der steht nur auf dem Kopf, wenn ich von der Seite gucke, oder? Ich glaube, ich von der anderen Seite gucke, steht er nicht auf dem Kopf.
Was ist denn, wenn ich das Augenwesen... Was ist das denn? Was zum... Achso, ich dachte, er sagt noch was. Wir haben einen Farbstein erhalten. Können wir jetzt trotzdem aus dem Bild gehen? Haben wir den Farbstein jetzt noch? Moment. Ja, wir haben den noch, okay. Ich glaube, den haben wir gebraucht. Ich gucke mir noch mal ganz kurz die Queste der Königin an. Und ich bin überlegt, ob wir vielleicht die Königin hier mal so ein bisschen versteinern könnten. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Ich hätte gern nochmal Aufgaben. Welche Aufgaben soll ich erfüllen? Er bringe uns einen Apfel aus dem Garten. Das wusste ich noch. Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen 6 Farben des Regenbogens. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er dich... Okay, blinder Vogelmann achte noch. Er und... Ja. Warum redet ihr eigentlich in der dritten Person? Das finde ich sehr seltsam. Der Vogelmann schaut hierher. Ich habe eine Idee. Hallöchen. Warum nicht? Den Versuch ist es wert, aber nicht von hier aus. Dann gehen wir halt rüber. Was war das jetzt? Okay. Dann... Warum nicht? Den Versuch ist es wert, aber nicht von hier aus. Wie jetzt? Wo willst du denn sonst hin? Hier. Ach, kann ich den vielleicht, Moment. Hier so hin. Südosten. Der Wetterhahn ist gut. Jetzt kann mich nichts mehr schockieren. Ja, gut, okay. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber okay. Kann ich eventuell das Augenwesen zum V bringen? Ich weiß ja nicht, wir waren ja gute Freunde mal. Willst du dich mit deinem Ohrenfreund unterhalten, Augenwesen? Nein. Das Auge bleibt zu. Okay. Dann gehe ich mal nochmal hier rein zur Königin. Ich weiß, ich muss aber überlegen. Wie gesagt, das ist schon eine Ecke her, dass ich das letzte Mal aufgenommen hatte. Kann ich von hier eventuell in die Statue reinwerfen, so flatsch ins Auge? Warum nicht? Den Versuch ist es wert, aber nicht von hier aus. Verarsch mich nicht, das gibt's ja gar nicht. Ja, die Frage ist, was wir jetzt noch machen wollen. Also, wenn ich nichts mehr wüsste, Moment mal. Wozu denn? Vielleicht kann das... Wir brauchen eine Statue von der Königin. Wie kriege ich etwas, was die Königin... Kann ich eventuell den Flechtkorb zerbrechen? Wie komme ich darauf? Ich weiß nicht, vielleicht brauchst du ja Flechten. Wir haben hier noch einen Kelch, wir haben ein Feuerzeug. Hier haben wir nichts, wir haben einen Pfeil. Wenn wir hier durchgucken, sehen wir den Garten doch richtig rum. Ah ne, der ist hier auch falsch rum. Alles klar. Komme ich mit dem Feuerzeug nah genug an den Wasserfall ran? Natürlich nicht. Kann ich mit dem Stein eventuell... Ich bringe Unheil? Naja, du solltest mal versuchen. Das bringt nichts. Brunnen. Kann ich vielleicht... Was? Zu weit weg. Kann ich vielleicht den Bienenstock irgendwie... Unerreichbar. Oder kann ich das Augenwesen eventuell da... Du machst es mir nicht gerade einfach, dieses Auge des Unheils geschlossen zu halten.
Du machst es. Okay. Ich will natürlich auch nicht, dass der jetzt irgendwie Schaden anrichtet oder so. Ich möchte ja, dass seine Fähigkeit eventuell sinnvoll genutzt wird. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Moment. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Ich glaube, der kommt aus der Richtung, der Wind hier. Derzeit kommt der Wind aus dieser Richtung und riecht verbrannt. Riecht verbrannt? Er kommt aus der Richtung, riecht auch verbrannt. Wir kommen hier rein, das heißt von hier... Das heißt ja theoretisch, dass irgendwas hier verbrannt riechen muss. Gefrorener Wasserfall. Kann ich mir da eventuell eine Ecke abmachen? Wozu? Es gibt nichts Nutzloseres als abgebrochene Eiszapfen. Sicher, aber er wusste auf jeden Fall, was ich vorhatte. Das ist schon mal gut. Kann ich eventuell... Windling würde sich die Haare raufen. Ich weiß nicht, warum das Bild so hin her ruckelt, wenn ich das mache. Kann ich denn eventuell die Muschel zerbrechen? Das ist zu stabil. Okay. Und wenn ich nochmal hier reingehe jetzt? Hier haben wir jetzt... Moment, warte mal ganz kurz. Ach, siehste. Wenn ich das hier mache, dann ist der Baum wieder am Leben. Alles klar. Es ist Sommer, ich habe Sommer geschaffen. Und die Farben sind zurück, ach du Scheiße. Keine Zeit, mich zu waschen. Nee, aber ich glaube, du kannst den Kelch voll mit Wasser machen. So einfach. Ach nein. Also einfach ist... Eine Biene? Wozu dieser Schacht wohl gut ist? Da ist ja Dings drin, mein Freund. Das interessiert mich nicht. Okay, das Augenwesen möchte nicht. Wie farbenfroh gerade alles ist, das ist ja geil. So, schauen wir hier rein. Kommt mir vor, als hätte ich jahrelang keine Apfelblüten mehr gerochen. Und da ist der Apfel, alles klar. Wie soll ich da rankommen? Okay, wenn da der Apfel ist. Den Baum treffe ich vielleicht, aber niemals den Apfel. Den Baum trifft er... Moment, warte mal. Er sitzt zu fest und aus Glas ist er offenbar auch nicht. So viel zu den alten Märchen. Kann ich das Messer eventuell... Ich komme nicht ran. Du sollst ja auch werfen. Ich will überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Ich will über... Okay, das geht auch nicht. Das ist ein übelst schöner Apfelbaum. Ich würde das gerne... Also so... Ey, so den Raum hätte ich echt gerne in Minecraft. Das wäre echt übelst geil. So... V-Statue? Steinsockel? Ach, natürlich. Warte mal, kann ich das eventuell... Du machst es mir nicht. Okay, doch nicht. Schade. Kann ich den Pfeil, wenn du da reinsteckst? Wozu denn? Weiß nicht, das Loch sah so aus, wenn man da was Dünnes reinstecken könnte. Du kannst ja auch dein... naja, okay, lass mir das. Das Messer vielleicht? Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob sich da... Ich glaube, das habe ich schon mal ausprobiert. Ich bin sehr berechenbar. Gehen wir also noch einmal nach unten und schauen nochmal hier rein. Wenn ich jetzt hier den Kristall rausnehme. Ach, ich kann das Bild drehen. Alles klar. Danke. Was?
Das ist alles sehr einfach. Jetzt, wenn man so einmal drüber nachdenkt. Jetzt ist der... Ah, das ist da. Da müsste theoretisch gesehen der Brunnen ja auch anders sein. Warum ist immer... Moment. Wir gehen mal hier raus. Eine Biene? Hat doch nicht ganz so geklappt. Okay, gut, dann... Aber vielleicht kommen wir jetzt an dem Apfel besser ran. Das habe ich jetzt gar nicht geschaut so. Er sitzt zu fest und aus Glas ist er offenbar auch so viel zu... Kann ich aber jetzt eventuell... Kann ich die... Ach hier, das kann ich auch... Warum ist immer... Dahinter liegt das Gemachte. Wie ist das überhaupt möglich? Okay, ich frage mich auch gerade, wie haben wir den Raum gedreht? Gut, wir sind in der Zauberwelt, aber es muss doch trotzdem irgendwie ein bisschen so eine logische Erklärung dafür geben. So, würde eigentlich gerne hier reingehen. Die Bienen summen, als wären sie nie im Winterschlaf gewesen. So viel goldener Honig und ich habe entsetzlichen Hunger. Kann ich da eventuell... Ich komme nicht ran. Mit dem Pfeil mir ein wenig Honig holen? Ich scheuche sie lieber nicht auf. Bin ganz froh, dass sie beschäftigt sind. Kann das Augenwesen da helfen? Das interessiert mich. Momentan nicht wirklich. Ich scheuche sie lieber nicht auf. Bin ganz... Okay. Wasserfall haben wir auch noch zum Kombinieren. Kann ich eventuell... Nicht so. Nee, auch nicht. Wenn ich den Wasserfall eventuell... Wenn ich den Raum so drehen könnte, würde der Apfel im Wasserfall eventuell weggetragen werden, weißt du wie? Wie soll ich da rankommen? Das frage ich mich auch, mein Junge, das frage ich mich auch. Den Baum treffe ich vielleicht, aber niemals den Apfel. Okay. Ah, wir scheinen ganz nah am ersten Quest zu sein. Also an der Lösung des ersten Questes. Hier nochmal hier rein. Wir haben jetzt einen dieser Leuchtkristalle bei uns im Inventar, gell? Du könntest auch nur so und so drehen. Was ist, wenn ich jetzt den anderen Leuchtkristall in den Spiegel reinpacke? So kommt man da nicht durch. Und was haben wir hier? Nuri? Nuri! Alles bloß ein Zauber. Ich muss hier raus. Nuri, das ist unheimlich. Okay. Nein, nicht rausnehmen, nicht rausnehmen. Irgendwas ist mit der Statue ja noch. Deine Ohren sind hässlich. Nein, er kann nicht sprechen. Moment, kann ich eventuell... Deine Ohren sind hässlich. Nein, er kann nicht sprechen. Okay, das geht jetzt auch nicht. Dann packe ich den nochmal hier rein. Ist wohl die Fee... Wäre ganz cool, wenn wir noch einen dritten Kristall hätten, ne? Ich weiß nicht, ob wir den irgendwo herbekommen können. Hier mal den da raus. Ohne diesen Farbstein hat auch das Bild keine Farbe. Feen. Das ist absurd. Aber lustig. Hallo, Fisch. Ist wohl nur eine ganz normale Statue. Erstaunlich. Und jetzt kann ich doch sicher hier raus. Das sorgt aber dafür, dass der Stein wahrscheinlich wieder da oben ist, genau. Und den dritten Stein habe ich nicht. Kann ich eventuell... Bricht nicht in zwei. Ich dachte, ich kann vielleicht das einem Zweier machen, aber das geht auch nicht. Moment, kann ich das Bild kaputt machen? Wäre jetzt eine krasse Vorstellung, aber... Nur weil ich es nicht verstehe, muss ich es nicht gleich kaputt machen. Da hast du vollkommen recht. So einfach komme ich nicht zu ihr. Da hast du auch recht. Manchmal wäre es aber ganz cool, wenn die Dinge einfach wären. Einfach. Was?
Mein Arm ist zu kurz. Du sollst doch mit ihm auch reden. Es ist Sonnenaufgang. Unerreichbar. Ich bräuchte eine... Windling würde sich die Haare raufen. Federn wahrscheinlich. Das führt zu nicht. Okay, ich rede mal mit dem V. Ja, aber das war was in der nächsten Folge, meine lieben Damen und Herren. Denn für heute ist die Folge schon wieder vorbei. Und wir sehen uns dann morgen wieder und reden mit dem V und hoffen, dass wir da was rausbekommen. Wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft, dass hier jetzt ordentlich Farbe in das Spiel eingekehrt ist und dass wir im Sommer sind. Hoffentlich können wir die Welt noch ein wenig verbessern. Bis morgen. Ciao.